Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 81. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass dein Wort so wertvoll ist und dass es genügend enthält für jeden von uns, um das ewige Leben zu ergreifen und dich so kennenzulernen, wie du dich offenbart hast. Wir möchten dich bitten, dass du auch jetzt durch dein Wort zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 2. Mose 17. Die Israeliten sind schon wieder in der Krise. Sie haben kein Wasser zu trinken und beschuldigen schon wieder Mose, sie mit böser Intention aus Ägypten geführt zu haben. Vers 4. Da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Selbst jemand wie Mose kam an seine menschlichen Grenzen, die Ungeduld und die Unzufriedenheit der Gemeinde zu ertragen. Vielleicht hast du es auch schon einmal erlebt, dass du nicht mehr verstehen kannst, warum Menschen, die sich zum Volk Gottes zählen, so komisch sich verhalten. Aber Gott ist nicht zu irritieren. Gott hat immer eine Lösung. Vers 5. Und der Herr sprach zu Mose: Tritt hin vor das Volk. Und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Mit diesem Stab war damals Wasser zu Blut geworden. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen, und du sollst den Felsen schlagen, und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der ältesten Israel auf diesem Felsen stand. Gott selbst, um deutlich zu machen, dass er sich mit diesem Felsen identifizierte. Und er wurde geschlagen, dieser Felsen, mit dem Stab, der einst Wasser zu Blut gemacht hatte. Und so ist es nicht schwer zu verstehen, dass dieser Felsen Christus repräsentiert. Jesus, der für uns geschlagen worden ist. Dieses Wasser hier steht symbolisch auch für das Blut, das Jesus am Kreuz von Golgatha. Für dich und mich vergossen hat, damit wir ewiges Leben haben können. Das Wasser des Lebens, das er uns anbietet. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. Kann es auch in unserem Leben passieren, dass wir trotz enormer Wunder, die Gott in unserem Leben getan hat, trotz klarer Zeichen, dass er unser Leben führt, wir in schwierigen Situationen uns plötzlich die Frage stellen, ob Gott überhaupt da ist, ob er uns überhaupt sich für uns interessiert. Diese Frage ist eine gefährliche Frage. Wir sollten sie nicht hegen, sondern unseren Glauben wachsen lassen, indem wir täglich Gott vertrauen, dass er für uns da ist. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Refidim. Und Moses sprach zu Josua, erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Es gibt nicht nur innere Probleme, die durch unsere Unzufriedenheit und unseren Unglauben entstehen, nein, auch der Satan versucht manchmal durch äußere Schwierigkeiten, durch Probleme, die wir nicht in der Hand haben, uns zu entmutigen und uns vom Weg abzubringen. Aber Mose weiß, dass hier der Sieg errungen werden kann durch Gebet. Und Josua macht es so, wie Mose ihm sagte und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hua stiegen auf die Spitze des Hügels. Mose selbst war ja ein begnadeter, ein großartiger General. Aber er ließ jemand anders kämpfen und betet lieber, weil er wusste, sein Gebet ist noch wichtiger als seine militärischen Fähigkeiten. Gebet hat die absolute Priorität im Werk Gottes. Das ist etwas, das wir alle, ich und du, wir alle lernen müssen. Und es geschah, solange Moses seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn. Und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Gebet ist nicht die Sache eines Einzelnen, sondern wir müssen gemeinsam zusammenstehen im Gebet damit Gottes Gemeinde siegreich in all den Schlachten der Endzeit vorangehen kann. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose: Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein: Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Und er sprach, weil eine Hand zum Schwur erhoben ist, auf dem Thron des Herrn soll der Krieg des Herrn gegen Amalek wehren von Geschlecht zu Geschlecht. Die Amalekiter hatten sich auf die Seite Satans gestellt, sie hatten sein Werk getan und Gott befindet sich in einem großen Kampf mit Satan, in einem Kampf gegen das Böse. Und die Amalekiter waren hier das personifizierte Böse, das besiegt worden ist durch Gebet. Und als Jethro, der Priester von Midian, Moses' Schwiegervater, alles hörte, was Gott an Mose und an seinem Volk getan hatte, wie der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte, dann nahm Jethro, Moses' Schwiegervater, die Zipporah, die Frau Moses, die er zurückgesandt hatte, und ihre zwei Söhne. Der Name des einen war Gersom, denn er sprach, ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden. Und der Name des anderen Eliezer, denn der Herr meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharao errettet. Und Jethro, Moses Schwiegervater, und seine Söhne und seine Frau kamen zu Mose in die Wüste, als er sich an dem Berg Gottes gelagert hatte, der Horeb, der Sinai, den wir schon aus Kapitel 3 kennen. Und er ließ Mose sagen: Ich, Jethro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen, und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr. Da ging Mose hinaus, seinem Schwiegervater entgegen, und beugte sich nieder vor ihm und küsste ihn. Und als sie einander begrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern um Israels Willen getan hatte und alle Mühsal, die ihn auf dem Weg begegnet hatte und wie der Herr sie errettet hatte. Jethro aber freute sich über alles Gute, das der Herr an Israel getan hatte und dass er sie errettet hatte aus der Hand der Ägypter. Haben wir auch solche Geschichten zu erzählen wie Mose, wenn wir Menschen treffen, die vielleicht zu unserer Familie und unserem Bekanntenkreis gehören? Lasst uns davon berichten, was Gott in der Vergangenheit und in der Gegenwart für uns getan hat und tut. Lasst uns beten. <laughs> Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir wissen dürfen, dass durch das Gebet, durch das gemeinsame Gebet, deine Gemeinde siegreich vorangehen kann. Lass uns das nicht vernachlässigen, sondern uns einander stützen, dass wir füreinander beten, damit du dein Werk zu Ende bringen kannst auf dieser Erde durch deine Gemeinde. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.